neue Waren, jetzt frisch eingetroffen. Und auch ein neues Video. Herzlich willkommen zurück bei Anno 1404. In Nordheim, hier an, naja, einer Stadt, der es an nichts mangelt. Und die demnächst auch, wo haben wir denn die Werft gebaut? Da! Demnächst auch große Handelsschiffe besitzen wird. Ja, da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Aber bis das soweit ist, schauen wir uns nochmal hier die Perlentaucher an. Also eine Hütte. Die mit 100% läuft. Da haben wir im Moment 32% Produktion. Wir können aber mal noch abwarten. Und wir können vor allen Dingen hier mal den Weg abreißen. Damit nicht immer noch ein Karren Perlen da hinten abholt. Und wir schauen uns das mal an, wie weit das steigt. Es müsste optimalerweise auf 100% steigen. Und Hassan Ben Said und Marie D'Artois sind jetzt im Krieg. Das ist, mir eigentlich egal. Ist doch so, kann mir doch auch egal sein, oder nicht? Gut, in der Zwischenzeit können wir nochmal verhindern. So, diese Urkunden, diese Geschenksurkunden in Richtung Süden bringen, damit wir hier dann demnächst auch noch weiter bauen kann. Als nächstes käme eine orientalische Festung und ein Brunnen. Meine Ernennung zum Großvezier ist eine besondere Ehre für mich. Der Sultan ist jung und voller Tatendrang. Doch weiß er auch den Rat eines alten Mannes zu schätzen. Tja, sollte man öfter mal machen. Gut, was haben wir jetzt hier? 67%, das steigt ganz gut an. Und naja, ein bisschen haben wir hier schon. Wenn auch noch keine Tonne im Lager. Wir können ja nachher noch weitere bauen, eine weitere Taucherhütte und eine weitere Knüpferei. Aber erstmal sollen sie nur Grundbedürfnisse gedeckt bekommen, nicht wahr? Perlenketten, ganz im Ernst, Leute, wer braucht denn sowas? Immer diese reichen Schnösel. Okay, was machen unsere Seile? Ja, 43. Wir haben aber auch trotzdem keinen Hanf auf Lager. Der holt jetzt ab, ne? Oder auch nicht. Schön. Alter, hol doch mal Hanf ab! Mann! Ist da was? So, bitteschön. Machen wir das Ganze so. Haben wir noch einen Marktgarren mehr. Mensch, es kann doch nicht angehen, dass hier niemand Hanf abholt. Wir brauchen doch Seile, nicht wahr?
Okay, unser Schiff ist ja gerade hier vorne. Meine Lager stehen euch jederzeit. Ja, ist gut, ich kenne den Text schon. Nehmen wir einmal 250. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Ja, du könntest da oben weggehen. Euch. Ja. Wir brauchen noch 600. Nein, 550. 550. Kommt nur und seht euch in. Machen wir das Ganze. Ich so. Schlage ein. Dann bringen wir schon mal 350, dann beim nächsten Mal 200. Euer Erfolg ist mir ein Rätsel. Ach was, wie kommt das denn? Für euch sein. Nicht nur in Handelsangelegenheiten. Ach komm, 4000 haben wir doch gerade übrig. So was. Genau zur richtigen Zeit. Willkommen. Ja, du hast ja. recht. Hast du schon einmal über ein Bündnis nachgedacht? Ja. Das ist ein Zug von dir. Ja, können wir durchaus machen. Nein, nein. Nicht ich bin stark. Es ist Gott, der mich stark sein lässt. Möge Gott euch vergeben. Achso. Ja? Warum auch immer. Ich meine, die beiden sind auch verbündet. Die hassen sich ja nicht. Ah, ihr seid es. Meine Dienste sind Gold wert, sagt ihr? Ah, ja. Da mögt ihr recht haben. Aber gut, ich meine, jemand, der so verblendet ist wie Marie d'Artois, mit ihrem Gottesglauben und was weiß ich nicht allem, da erwarte ich auch nichts anderes von, als dass sie das irgendwie schändlich findet, wenn wir auch ein Bündnis haben. Wir beschleunigen das Ganze mal ein wenig. Ihr bringt ein Zeichen eurer ja, Freundschaft. Genau das ihr werdet wieder ich. Von mir hören. Oh, auch nicht schlecht. 21 Tonnen Lederbänzer. Wir müssen noch mal nachgucken wegen des Handels. Wir haben ja jetzt doch ein bisschen... Au, ja. Also 30 Tonnen können wir gut und gerne immer so verkaufen. So. Ja, Werkzeuge passt. Seile nehme ich mal raus. Und Stein machen wir mal so auf 150. Was haben wir denn noch so zum Verkauf? Ein bisschen Fleisch zum Beispiel. Das müsste doch ganz gut Geld bringen. Machen wir das mal auf 150 Tonnen, oder? Ne, machen wir auch 155. Und für einen Preis von 122 Goldmünzen je Tonne. Da macht man doch ordentlich Geld mit, hoffentlich. Ja, die Produktion bei den Perlenketten beträgt jetzt auch 100%, also eine Perlentaucherhütte und eine Perlenknüpferei. Und das reicht aber mal gerade so mehr oder weniger eigentlich gar nicht. Deshalb machen wir hier einfach noch eine zweite hin. Sind wir jetzt im Einzugsbereich? Nein. So. Wo ist er hin? Hallo, Herr? Ne, wo ist er denn? Da kommt er aufgetaucht. Sehr schön.
und steigt zurück in sein Boot. Ja. Ich muss sagen, es ist immer noch Anno 1404. Es ist so liebevoll detailliert auch gemacht einfach. Ich meine, dass die sogar tauchen, ne? Also, dass der wirklich jetzt ins Wasser springt. Jetzt einmal durch den Sand taucht. Ja, gut. Aber dann auch wieder in das Boot reinklettert. Da kommt er wieder zurück und 1, 2, erstmal die Perlen rein, dann ins Boot und zurückrudern. Sehr schön. Die Perlenkette, die Perlenkette, was ist das denn für ein Wort? Die Leute in den Perlenknüpfereien, die Perlenknüpfer oder die Perlenknüpferinnen sind es hier, glaube ich, arbeiten da auch sehr schön. Ja, da wird Stück für Stück zusammengelegt, um eben solche Colliers zu schaffen, wie man sie auf der linken Seite dort sieht, auf dem linken Tisch. Das ist schon nicht so schlecht. Die haben schon eine ordentliche Arbeit auch zu tun. Okay. Das Schiff ist mittlerweile natürlich angekommen. Wir können mal wieder Glas mitnehmen. Und ja, so, und einfach mal zurückfahren. Mehr brauchen wir gerade nicht. 58 Seile, nicht mehr lange und wir können uns ein großes Handelsschiff leisten. Jawohl, ein großes Handelsschiff, das dann zum Beispiel hier in Richtung Süden fährt und praktisch diese Route bedient. Weil wir dann auch Glas nach oben transportieren können zum Beispiel. Und ich glaube auch etwas mehr an Teppichen und Gewürzen, was aber eigentlich gar nicht wirklich notwendig ist. Ich kann ja schon mal draufdrücken, schon mal den Auftrag geben und wir schauen uns an. Der Vulkan ist wieder einmal zum Leben erwacht. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Brodel, brodel. Ja, man sieht dort die ersten Erdklumpen, die so nach oben geschleudert werden. Auch sehr liebevoll. Überhaupt nicht verpixelt, animiert. Wunderbar. Ja, muss einfach einmal sein. Gut, einmal ganz kurz wieder nachgucken. Die Grundnahrungsmittel sehen wunderbar aus. Wir haben überall mehr oder weniger volle Lager. Das heißt, wir können noch mehr Patrizia aufsteigen lassen, ohne dass irgendwie etwas passieren könnte. Und die Sache ist, 16 können noch. Die Frage ist, wer soll alles? Wir haben jetzt hier diese Reihe angefangen. Nur die drei hier auf jeden Fall. Die beiden hier können auch noch, oder die drei von mir aus. Eure Zuverlässigkeit. 3700, sehr schön. Und, naja, machen wir das erstmal. Ich muss euch gratulieren. In dieser Stadt lebt es sich prächtig. Ja, das ist natürlich schön, dass es euch gefällt, mein Herr. So, lass uns das erstmal so machen. Und die beiden hier. Der Rest kommt dann in einem späteren Durchlauf. Oder, nee, lass uns noch die beiden hier machen. Dann haben wir wirklich so ein Karree an Adelshäusern. Ja, außer das da unten, aber wir haben ja Zeit. Man will ja auch nichts überstürzen. Wohl. So, zum einen, das hier wird auch mal lieber kein Eckhaus.
Ja. Schiff fertiggestellt. Lass uns doch mal das Haus daraus machen. Und hier machen wir jeweils mal diese Eckhäuser. Und dort ist es. Solaris. Unser großes Handelsschiff. Sieht es nicht wunderschön aus? Schaut euch mal diese Arbeit an. Und wie es mit dem Wellengang mitgeht, wie es die Wellen bricht. Das ist ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk der Schiffsbaukunst. Und jetzt wird es direkt auf die Linie gesetzt, nämlich auf die hier. Und die Ikara ist gerade wo? Okay, pass auf, wir nehmen... Nein. Wir nehmen die Ikara mal raus. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Und lassen die mal manuell nach unten fahren. Und Nordheim ist jetzt eine Großstadt. Ich bin beeindruckt, wie schnell ihr aus dem Nichts eine blühende Stadt geschaffen habt. Au, jetzt geht's los hier. Wir können jetzt Pelze produzieren. Müssen wir auch. Unsere Adligen sind nicht mehr zufrieden. Diese Wichser, nämlich mit den scheiß Pelzen. Egal. Kanonen und so weiter und so fort. Proviantmagazin. Große Lagerhäuser. Statt dieser kleinen, winzigen jetzt hier so... Naja, ich mach's mal nach dahin. Große Lagerhäuser und vor allem das Speicherstadtfundament. Ich lese einmal vor. Erster Teil des Monuments Speicherstadt muss an der Küste errichtet werden. Erhöht nach Fertigstellung das Warenlager einer Siedlung um 300 Tonnen. Gibt Schiffen einen Geschwindigkeitsbonus und vergrößert ihre Laderäume. Bei euch bekommt man doch nicht einmal das Nötigste. Ist das Nonplusultra? Man bekommt doch nicht mal das Nötigste? Also dir fehlen nur fucking Pelze. Willst du mich ver... Entschuldigung. Arschen? Er hat alles zu essen, was er kriegen kann, ne? Es gibt Bier ohne Ende. Das Einzige, was fehlt, sind Pelzmäntel. Und er sagt, man kriegt nicht das Nötigste. Ich fühle mich sehr schnell beleidigt, Junge. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Merkt ihr das? Merkst du? So. So, das Schiff ist jetzt unsere neue Nummer 7. Und so, machen wir das so. Haben wir jetzt hier noch ganz, ganz viele Teppiche. Wie sieht denn hier das Lager aus? Teppiche auch voll, ne? Voll. Gut, das, ja, dann können wir die eigentlich gleich mal verkaufen. Die Teppiche können wir die gleich mal losschicken. Aber zuerst verlangen unsere Adligen nach Pelzen. Die kann man hier jagen, also nicht die Pelze an sich, aber natürlich aus Bären, ne? Man nimmt auch nicht mal, ich sage mal, irgendeine Population, die sich sehr schnell wieder erholt. Wie jetzt zum Beispiel Nerze. Ich hasse auch Leute, die Nerzpelz tragen, ne? Also, könnte ich auch jedes Mal einen in die Fresse hauen. Aber, so Nerze. Die haben halt eine viel schnellere Regenerationszeit als ein Bär. Aber nein, die Adligen wollen ja nur das Beste vom Besten. Ja, von da. Die Wasservorräte werden her. Knapp. Okay, gehen wir mal wieder ein paar tausend Euro aus. Und mir fällt gerade auf. Wir brauchen einen Flussplatz. Haben wir hier Fluss und oder Pelz? Nein. Haben wir hier Fluss? Ja, Pelz? Nein. Hier. Fluss, ja, Pelz, ja. Ist vielleicht ist das Erste, was wir in Schafsbruck produzieren werden. Hier gäbe es sogar Salz, aber ich glaube, das haben wir mittlerweile zur Genüge.
Ja. Gut. Dann, pass mal auf, machen wir das Ganze mal mit Ikara. Ich warte mal eben ab, wie viel Tonnen? Okay, 45. Die werden jetzt natürlich komplett eingeladen. Fahren wir erstmal zurück, liefern die wieder da ab. Quatsch, die verkaufe ich tatsächlich. Verkaufen wir die doch mal bei Marie d'Artois. Ah nein, wir verkaufen die mal bei Guy Forcas. Und dann schicken wir das Schiff nach Schafsbruck. Natürlich mit Rohstoffen. Können wir schon mal direkt Rohstoffe hinliefern. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4 und 10 Tonnen Glas von mir aus. Aber das Einzige, was hier gemacht werden muss, ist eigentlich eine Pelztierjagdhütte zu bauen. Da ich hier nicht nochmal extra Salz abbauen möchte. Ist ja unnötig, wenn wir auf Nordheim eh einen Überschuss gerade haben. So. Euer untertänigster Diener. Ganz vorzüglich. Ja, vorzüglich. Bitteschön, der Herr. Seid einer andauernden Treue versichert. Gut, und naja, ich würde einfach mal sagen, an der Stelle sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Jo, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann, euer Nordoron.